Moin, ich habe Frösche gehört und Skalk ist fertig. Spark! Wir müssen durch die Netherdecke. Ja, mit dem Kopf durch die Wand, so kenne ich euch. Du bist der Spezialist fürs Ausbrechen aus der Netherdecke. Ja. Hier oben müssen wir jetzt eine Stelle suchen, wo wir durch können. Das Ja. heißt, wenn ihr guckt auf Höhe 127 Looking at, das ist 126, noch eins weiter hoch müssen wir. Ich glaube, ich habe eine gefunden. Ich habe eine Ich gefunden hier habe auch hinten. eine, hier Ich ist habe auch eine, eine, habe hier. Ja, jetzt ist die Frage, wo seid ihr lang gegangen? Ich habe sie, hier sind sie. So, hold on. Ich habe Leitern dabei. Ich habe auch Leitern, sonst vielleicht für Pfeffer. So, und hier oben ist der richtige Durchbruch. Also, dann müsst ihr Dieter, magst du mal Enderperlen verteilen an jeden, dass jeder mal so mindestens Ja. drei hat? Hier liegen vier. Aber kann man da nicht ein Loch machen? Das machen wir jetzt gleich. Hast du bekommen? Ja, so, weg da. Der nächste soll da Aufregend, wie hingehen. geil, dass wir das selber machen. Props gehen raus an G-Time, Revi und Spark. Und Romatra ist auch dabei. Hallo. Max hat noch vier Enderperlen eingesammelt. Jetzt musst du die Hälfte droppen. 1, 2, 3, Also ich habe 4. drei Stück, eine wäre noch Ich schön habe gar oder so. keine. Ich habe vier. So, Revi, warte, Revi, deine. hier, Oh, Revi noch vier. keine. Warte, ich habe für jeden Ich vier. hab, danke. Spark hier. Oh, danke. Okay, so, Okay. dann einmal bitte kurz zuhören. Read the instructions. Wir sneaken uns jetzt an der Leiter hoch, bis ganz, bis vom Kopf an die Decke anstoßen, ja? Und an den Knick zwischen den Blöcken, also wo die, also einer nach dem anderen. Ihr seht hier oben der Knick, wo die Leiter aufhört, ne? Genau an die oberste Kante der Leiter sneakt ihr jetzt einfach und werft da eine Enderperle rein und hüpft dabei, okay? Das heißt, werfen, zack, und dann müsstet ihr mit der zweiten, wenn ich die hier mal ganz kurz werfe, ich packe gerade noch so ein bisschen drin und plopp, bin oben drauf. So, jetzt der nächste. Ich bin als Dritter. Hä? Wie Tomata, geh mal nervig. runter, ich bin als Wie Dritter, ich bin als nervig, wie Dritter. nervig, wie Okay, nervig. das ging Ja, ich sogar bin als so. Vierter. Muss ich jetzt die erste Enderperle hinpacken? Ich bin Vierter. Hör auf, Hey! Revi. Guck, jetzt bist du schon wieder der nervige Revi. Hey Revi, du mit Neromatras vor dir jetzt einmal im Leben. Und ich möchte Okay. jetzt noch, ihr könnt vor mich gehen und Spark muss mir nochmal erklären. Ach so. Ich glaube, ich Bis habe es selber nicht verstanden. ganz nach oben Dann sneaken. runter wieder. Ja, komm, Revi als nächster. Let's go. G-Time ist auch schon geschafft. So, mit dem Ja, Kopf dann nach komme oben, ich bis ihr jetzt, komm, lass anstoßt. mal, mach mal Platz, Und hallo. raus. Ich habe Romatras sogar mit geschafft. einer geschafft. Ja, klar, Okay. je nachdem, wie du wirfst, das klappt nicht jedes Mal, Wo muss ich genau aber man hinwerfen? schafft es ja Sag mit mal. einer. Wo ich die Perle hinwerfen soll, wenn ich ganz oben bin und sneake. Einfach an den obersten letzten Pixel der Leiter. Zwischen den Blöcken. Einfach mittig dazwischen, wo die beiden Bedrock-Blöcke aneinander stoßen. Genau in die Ecke der beiden Blöcke. In die Ecke der beiden Blöcke? Oder in die. Okay, ich probiere mal hier. Und Ja, nun? und nochmal. Hüpfen, 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 hüpfen. Ah, Oh, mit siehst du? einer Perle! Let's go. Ja. Weg, Genau. let's go. Und wollen wir erstmal das Loch hier reinbügeln? Ja, Ja, machen wir. ich habe minus Mach ein Loch. 31, Mach ein Loch. 5, das wäre Was? aka hier, ja. So, dann machen wir das doch mal so, da wo das Loch entstehen soll. Minus 31, 5, ich habe mir das ja markiert gehabt, das wäre hier. Jetzt so ein Ja. kleines bisschen Magie und ich hoffe mal, Da ich bin ein hinten bisschen sind außer Übung. Portale. Ich bin ein bisschen außer Übung, Schieben aus der Leute. Übung. Ja, ja. Ist das noch legal? Geht das noch? Ja, warte mal ganz kurz. Ich muss in den Controls mal kurz meine Keybinds etwas umstellen. Das heißt, den Right-Click machen wir mal auf Y, können wir auch mal ganz kurz meinen, ja. Dann brauche ich jetzt hier eine Trapdoor. Und dann brauche ich einen Experten, der TNT hat. Ich bin das. Okay, einen Moment. Ich mache doch nicht mehr. Dann noch das Keybind, das ist ungewohnt. Hast du gehört, Kevin? Ich bin Experte. Ja, du bist derjenige, der immer TNT hat. Digga, ja, wenn schon, denn schon, ne? So, dann kommt jetzt hier TNT dran. Eins machen wir dahin. Eins machen wir dahin. Dann brauche ich den Schalter. Und wenn alles klappt, dann sollte der Laden jetzt laufen. Dann würde ich sagen, nehmt ein kleines bisschen Abstand, okay? Fuck, ist das egal, was du da machst? Ich habe einen Ist dein zweiten. Server, er hört auf alles. Ich habe einen zweiten Ja, Pissen okay. vergessen. Hat jemand noch einen zweiten Pissen? G-Time, ich hab mich so krass verirrt, ne? Ah, ich Oh, glaube. Alter, Hat Spark, jemand noch ein Junge. zweites Eisen dabei? Nee. Ich hab Ah, Eisen, Mist! ich hab Eisen, ich hab Ja, Eisen. drop Oh bitte. mein Gott! Ich gehe immer mit Eisen los. Immer Eisen und Holz dabei. Trimax coming in clutch, holy Drop mir shit. bitte, drop mir bitte. Wie Hier, viel brauchst warte. du? Eins, eins Nee, du an weißt nicht, Eisen. was das Damit ich heißt. eine weitere. Scheiß Eisen, das ist ja Ein genau wie Eisen noch. stark, Max. Ich hab immer Eisen und Holz dabei, immer. Das ist Draußen kannst du alles bauen. sau strong. Okay. Immer ein Stack Eisen und ein Stack Holz. Mach ein Loch. Das ist echt smart, actually. Oh. Raus da, oder?
Und das Loch ist... Hey, warte mal kurz, das war der richtige Block, oder? Nee. Oh, oh. Das war der falsche Block! Hä? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch gemessen. Ich habe die Koordinaten in den Chat geschrieben, Leute. Minus 31,5. Das ist ja minus 31,5. Das ist Magers Quark. Alter. Kam mir schon ein bisschen weird vor, hä? Und aber jetzt? Wir können das nochmal machen. Wir haben noch ein TNT. These, meine Theorie, ich muss mir wissen, eins weiter vor. Ich glaube, wahrscheinlich wäre das dann der hier. Keine Sorge, wir machen das einfach nochmal. Alter, und ich sag noch, nimm nicht den falschen Block. So, hat jemand einen Pisten eingesammelt, der hier lag? Wahrscheinlich. Ja, ich habe ihn, hier. Nochmal droppen. Gedroppt. Ey, so nice, dass ich so viel TNT mitgenommen habe. Dann ist das wahrscheinlich hier gewesen, oder? Ey, Max, wir tragen das hier gerade komplett, merkst du das? Was hast du gemacht? Wegen uns beiden klappt das hier alles. Nein, wegen dir nicht. Herr Strobel, du bist gar nicht dabei, du darfst auch niemals über den Nether. Ja, ja komm, gucken, ob das geht. Get ready, nächster Versuch. Aha. Zeig, zeig, zeig. Oh, Junge, geil. Das ist es. Oh mein Let's Gott. Go, stark. Du hast es geschafft, du hast es gerockt. Jetzt brauchen wir G-Time, der eine richtig geile Verbindung von hier zu unserer Base macht. Ja. Oh, Vivi hat noch das Obsidian eingesammelt. Was ist das okay? Die Verbindung. Wir können doch jetzt einfach zu uns gehen und dann ein Portal bauen, oder? Das geht? Ja, klar. Ja. Never. Doch, wir bauen jetzt. Dass wir aus unserer Base hierher porten. Ja, ja, guck nochmal, da hinten sind auch Portale, die haben sich Leute gebaut, da in die Richtung. Genau. Das heißt, also, ihr könnt auch, theoretisch könnt ihr euer Portal von unten abbauen, ja, und das richtig hier oben drauf verlinken, dann würdet ihr immer oben rauskommen und müsst gar nicht den Weg durch den Nether unten durch. Wie nice. Lass das machen. Aber dann. Kommt ihr immer hier oben raus? Nein, ja, nein, ja genau. Ja, stimmt. Wir wollten ja im Nether Hub dann drin, logischerweise. Ja, aber dann, wir können doch zwei Portale bauen, oder? In unsere Base. Ja, nee. Die müssten ja senkrecht übereinander stehen und dann würde immer eins davon bevorzugt werden, sozusagen. Ihr könnt theoretisch. Ja, nein, aber wir können. Wie viel Blöcke müssen hier auseinander sein? 30 Blöcke oder so. Dann bauen wir das halt einfach. Ja, pass auf. Blöcke. Nee, pass. Warte. Ihr könnt durch das obere zurückgehen. Ihr könnt aber nur durch das untere reingehen. Ihr würdet also unten rauskommen, müsstet hochklettern, hier oben drauf. Und das, was hier oben steht, das ist dafür da, um euch wieder zurückzuführen. Das geht. Nee, aber wenn wir einfach zwei neue Portale linken, das muss ja nicht dasselbe Portal in der Base sein. Wir können auch einfach zwei Portale in unsere Base packen. Wie viele Blöcke muss man im Nether weglaufen? Ihr müsst Abstand halten zwischen, ich glaube, 128 Blöcke müssen Portale in der Overworld voneinander entfernt sein, damit die als unterschiedliche gelten. Nee, das ist nicht so viel. Im Nether durch 10. Ja, im Nether ist es dann wieder durch 8 geteilt, logischerweise. Im Nether sind es dann, 124 durch 8, könnt ihr wieder ausrechnen? Ja. 32 Meter oder so. Irgendwie sowas in den Dreh. Also, das sind. Dann lass doch 40 Blöcke in eine Richtung gehen, dann ist geil. Ja, genau. 16. Also im Nether sind 16 Meter auseinander. Müssen wir gehen wir jetzt 16. Ich hab Obsidian dabei. Hat jemand ein Feuerzeug? Nee, wir müssen jetzt erstmal über unsere Base rüber. Wir sind ja gerade über Spark seiner Base. Genau. Wenn ihr über eure Base wollt. Wir müssen jetzt erstmal über die Base von uns. Haben wir die Koordinaten dafür? Das ist richtig geil, Alter. Minus 300, minus 200, oder? Ja, so nee, das ist ein Overworld. Pass auf. Ich gehe runter, sag, wo die Nether-Portal-Koordinaten sind. Ich kenne den Weg ganz gut. Ihr baut oben das Portal hin. Wie wär's damit? Hat jemand ein Feuerzeug von uns? Okay. Hat jemand ein Feuerzeug von euch? Ein Feuerzeug? Nee. Hat jemand Flintstone dabei? Warte, ist da unten nicht Gravel irgendwo? Ich als Kettenraucher habe natürlich ein Feuerzeug da. Nee, jetzt ist so. Da. Danke, Mann. Spark, rauchst du wirklich Zigaretten? Ja, ne? Nein, ich bin nicht Raucher. Ich gehe jetzt zu den anderen da hinten und mach das Nether-Portal kaputt. In die Richtung müssen wir, Leute. Auf geht's. Das da ist Norden. Norden, ja. Oder wie Romata sagt, Norden. Norden. Pilze? Wir gehen in den Norden. Warum soll man eigentlich nicht hier über die Decke, aber hier sind überall Pilze? Ich mag Romatra. Ich hab ihn auch. Also euer Portal ist auf minus 37, minus 20. Minus 37. Minus 20, genau. Sind wieder zurück. Mussten wir gar nicht nach Norden. Ja, doch. Minus 37, minus 20. Hm? Ihr seid ein bisschen zu weit nach Norden. Das unterschätzt die Weite. Ihr müsst nicht so weit laufen. Okay. Hier ist unser Portal. Soll ich ein Portal bauen? Nein, wir gehen jetzt, keine Ahnung, ein bisschen weg. Wie viele Blöcke? 40 Blöcke? Blöcke. 17 Blöcke waren das. 17 nein, baut Blöcke das doch direkt weg und baut da das Portal. Okay? Ja, los. Okay, welche Richtung? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das geht. Umständlich, Romatra, Junge. Max war doch also oben. Max macht es noch umständlicher. Ja, Max, ich hab's super clean gemacht. Hä? Nee, Digga, du machst es ganz, ganz lost. Und jetzt machst du es an. Und jetzt schauen wir, wo wir rauskommen. Oh, Digga, wahrscheinlich jetzt in der Base von Basti gehen. Wir werden jetzt umgebracht. Perfekt. Ist Neues. Nein. Oh, wie gut!
Wir sind direkt bei den Riku! Bei den Fröschen. Ja, oh, ja der Froschmehl. Wow. Sehr schön. Das heißt, wenn ihr über die Netherdecke wollt, müsst ihr mal in das Portal rein. Wenn ihr unten in den Nether wollt, dann das andere da vorne. Du machst immer ein bisschen Angst, wenn du so auf mich zukommst. Ihr kommt auch oben auf der Netherdecke raus. Man denkt immer, dass der einen schlägt dann. Ja, man denkt immer, wird gleich verprügelt. Wenn ich mich voll verprügel, ich dich doch nicht. Geht mal wieder durch, ihr kommt oben auf der Decke raus. Das war gut. Das war ja richtig gut.